ich mal wieder unterwegs. Heute ging es zu Zeltas Teich oder geht es zu Zeltas Teich. Ich will ein bisschen den Einstieg in die Infrarotfotografie wagen. Und habe mir gedacht, dass das hier vielleicht ein paar ganz coole Motive dafür sein könnten. Und das gucken wir uns nämlich jetzt mal an. Ich zeige mal kurz, was ich so ein bisschen mit habe. Ich mache die Kamera. Und zwar habe ich mit einer Fujifilm X-E1, ja, ein bisschen ins Licht, mit dem 16-80 F4. Die X-E1 ist umgebaut auf Infrarotfotografie schon. Und das 16-80 habe ich einfach genommen, für die, ja, ein bisschen flexibler einfach zu sein. So, dann haben wir hier noch einen Infrarotfilter von Hoya. Ein R72, ich glaube 72 der Filterumfang, genau. Den müssen wir noch draufschrauben, damit wir auch wirklich Nutzen von Infrarot machen können. Und mein Stativ. Und das erste Motiv wird das hier sein. So, ich mache jetzt, jetzt mein Stativ und alles auf und mache da mal einen Test. So, ich baue jetzt erst wirklich mein Stativ auf und mache mal ein Testfoto ohne den Infrarotfilter, einfach mal um zu gucken, wie es so normal wirkt, und dann schraube ich den Infrarotfilter drauf und dann schauen wir mal, wie das wird. Bis später. Das ist jetzt so mein Bildausschnitt, den ich nehmen werde. Dann werden wir mal ein Testfoto machen ohne den ND-Filter. So, das sieht doch schon ganz okay aus, und jetzt werde ich den Infrarotfilter vorschrauben. So, das hier ist der Infrarotfilter. Wie man sieht, sieht er jetzt einfach nur dunkel aus. Dann schrauben wir jetzt mal davor und dann schauen wir mal. So, ich hoffe, ja, das sollte man ganz gut erkennen. Durch den Infrarotfilter, der jetzt vorgeschraubt ist, sieht alles rot aus. Das wird in der Nachbarn dann nochmal ein bisschen anders wirken. Dazu komme ich dann aber später nochmal, beziehungsweise dazu wird es einfach dann mehr einen Blogartikel geben. Das soll einfach so ein kleines Mitnehmen-Video sein für die Fotografie, und dann bringe ich jetzt mal ein paar Infrarotfotos. Bis später. So, ich habe jetzt ein paar mehr Bilder wieder gemacht und ich habe jetzt noch ein paar ND-Filter vorgemacht. Ein 8er und ein 64er. Und an der Kamera sieht es ganz schön nach Filterraum. Ich zeige euch das mal. Da haben wir es. Und zwar ist hier einmal ein V-Filter davor, dann kommt hier der Infrarotfilter, der ND8 und der ND64 für die gute Leinwand. Hoffentlich gut. Wir werden sehen. Zweite Location mit einem Steg als Vordergrund. Ich zeige euch das mal fix. So, hier steht die Kamera wieder mit ND- und Infrarotfilter ausgerüstet. Ja, dem Steg schön im Vordergrund, im Hintergrund der Teich mit den Bäumen.